Jo, was geht ab? Hier ist wieder Freshbox Romance Show mit euren Bros Leon und Nico. Man sollte wissen, wie man heißt. In diesem Video 10 Dinge, woran du merkst, dass du über 30 bist. Die Fitnessstudio Edition. Ganz genau. Platz 10. Du denkst das erste Mal darüber nach, ob du das Adduktorentrainingsgerät benutzen sollst. Weißt du? Also hier. Das ist schon das unwürdigste Gerät für einen Mann. Das geht einfach gar nicht klar. Bevor du 20 bist, trainierst du gar keine Beine. Danach dann vielleicht Beinpresse oder Kniebeugen, aber hier den da zu machen. Aber du weißt, musst du machen. Ja, klar. Warum eigentlich? Warum muss ich an der Tor trainieren? Ja, dass du einfach rundum trainiert bist. Auch Hüftmobilität lässt ja auch nach im Alter. Ja. Und sorry, dann setze ich mich halt dran, na klar. Platz 9. Du hältst dir am Ende des Trainings zuverlässig 10 Minuten für Stretching frei. Mhm. Ich nenne das nicht Stretching, weil das ist uncool. Ich nenne das Cooldown. Cooldown, ja. Dann ist es in Ordnung. Mhm. Und ich sag dir, wie es ist. Wenn ich keinen Cooldown mache, ich habe Probleme mit der Schulter. Ja. Ich habe Probleme mit den Adduktoren. Ja, natürlich. Und vorher war es einfach so, du bist bis zur letztmöglichen Minute noch vorm Spiegel gestanden und hast halt Bizeps-Curls gemacht. Ja. Ist nicht das Wichtigste. Nicht mehr. Platz 8. Die andere Seite der Medaille. Warm-up. Damit du dich nicht verletzt. Klar, natürlich. Weißt du nicht, einfach rein ins Fitnessstudio und direkt in die Freihand. Nein. Hab ich auch eine Zeit lang gemacht. Schön auf den Crosstrainer. Crosstrainer ist eigentlich ein eigener Punkt. Vorher nie gemacht. Ist einfach ein Frauengerät gewesen. Aber Warm-up gehört dazu. Längst schon. Gleichzeitig Ober- und Unterkörper trainieren. Ist schön effektiv. Geil am Crosstrainer ist, du kannst nebenher noch irgendwie Serie gucken. Ü30 ist auch, wenn du zu deiner Serienzeit ins Studio gehst. Rote Rose. Oh, wow. Der Bergdoktor. Sturm der Liebe. Allein, dass wir diese Serien kennen, ich guck sie nicht. Ja. Platz 7. Du gehst nicht ins Fitnessstudio, weil du pumpen willst, sondern weil du dich fit und gesund fühlen willst. Mhm. Früher wolltest du maximal aufgefiecht sein, möglichst dicke Arme für einen Club trainieren, aber er geht schon in einen Club über 30, mal ernsthaft. Ne? Deswegen gehe ich auch nicht mehr dreimal die Woche trainieren, sondern nur noch zweimal. Das reicht, weil ich muss ja keine Gains mehr machen. Ich muss nur den Status quo halten. Ja, voll geil. Ey, ich sag euch, über 30 sein ist das Beste. Platz 6. Kennt ihr das, wenn ihr so eigentlich euch vornehmt, an die Freihandel zu gehen, ja? Aber nach dem Warm-up auf dem Laufband merkst du so, ich habe vielleicht ein bisschen zu wenig gegessen, ich bin fast ein bisschen zittrig. Jetzt erstmal ein Eiweißshake. Dann sitzt du da, weißt du, trinkst einen Eiweißshake, dann merkst du so, jetzt ist ja schon ganz schön spät und dann gehst du noch duschen. Und du bist fein damit. Immerhin Cardio gemacht. Mensch, besser als nichts. Platz 5. Eiweißshake im Studio muss nicht unbedingt sein. Ich hole mir lieber danach einen Fisch auf dem Markt. Also jetzt nicht unbedingt einen Fisch, aber eine alternative Proteinquelle. Richtig. Ah, ich meine, diese Eiweißshakes ist ja auch synthetisch und so weiter. Da gibt es gesündere Alternativen. So ein schönes Rinderfilet, ja, oder mal ein gutes Stück Lachs oder sowas. Man kann auch genießen. Ja, und ich koche ja eh frisch. So ein Magerquark schmeckt gar nicht so scheiße. Platz 4. Du findest ganz viele Gründe, um nicht ins Fitnessstudio zu gehen. Oh ja. Oh, mein spezielles Handtuch fürs Fitnessstudio, das mit den Ecken, was elastisch ist, was ich immer über die Hantelbank legen kann, ist leider gerade in der Wäsche. Und ohne das geht's nicht. Oh, war das ein Halsweh? Ich glaube, das ist ein Anflug von einer Erkältung. Da darf man auf keinen Fall ins Fitnessstudio gehen. Herzmuskelentzündung kann ja auch nächste Woche wieder anfangen. Platz 3. Du findest überhaupt diese Muckibuden so langsam komisch. Ja. Also ich meine, da gehen doch nur Poser hin, oder? Ja. Du machst das, weil du dich wohlfühlen möchtest. Viel schöner ist es doch, sich zu Hause so eine eigene Gymnastikecke einzurichten. Ja, mit so einer Yogamatte. Da ist dann die Farbe auch egal. Du kannst auch die rosa Yogamatte nehmen von deiner Frau. Mit gar kein Problem. Das Zauberwort heißt Training mit dem eigenen Gewicht. Platz 2. Die Musik im Fitnessstudio, die nervt dich total. Oh ja. Deswegen hast du deine eigene Musik dabei. Früher hat mich die Musik gar nicht genervt. Ich war auch ein bisschen flexibler beim Musikgeschmack, aber jetzt weiß ich genau, was für einen Song ich brauche, was für eine Playlist. Und es ist einfach wichtig, die eigene Musik dabei zu haben. Wie seht denn ihr das? Aber im Fitnessstudio läuft wirklich immer Scheißmusik, oder? Immer nur. Oder Radio mit Nachrichten, Werbung und sowas, was einen wirklich richtig runterbringt. Und zwischendrin Ronan Keating oder Robbie Williams. Also sorry. Wer kann bei Ronan Keating trainieren? Nobody. Platz 1. Und wenn du magst, dann kannst du gerne jetzt schon mal ein Abo dalassen. Das würde uns extrem freuen. Die jüngeren Mitarbeiter siezen dich. Ist das unangenehm? Allein deswegen würde ich am liebsten abhauen. Darf ich Ihnen die Übung nochmal richtig zeigen? Boah, was willst du mir denn zeigen, wenn ich hier auf dem Crosstrainer bin? Habt ihr Lust auf mehr? Dann like it, abonniere it und guck noch was anderes. Guck mal hier, andere Dinge, woran du merkst, dass du über 30 bist. Und ich gehe jetzt in meine Gymnastikecke.